Grüß euch vom Team Gerecht Innsbruck. Ja, wir müssen es zugeben, das letzte Video war natürlich ein April-Scherz. Die meisten werden sich sehr gedacht haben, das war dem 1. April geschuldet. Wir wollten ursprünglich heuer keinen April-Scherz machen, weil bei den Zuständen teilweise in der Stadt ist uns normal nicht nach Scherzen zumute. Aber ein gewisser Galgenhumor lässt vielleicht gewisse Geschehnisse leichter ertragen. Also leider Gottes, das, was wir euch gesagt haben, wird eben leider Gottes oder Gott sei Dank nicht eintreten. Aber zu dieser Ampel im Hintergrund muss ich euch aufklären, da ist jetzt aufgrund eines Wasserschadens und eines Leitungsschadens bereits seit einem Monat das auf blinkend gewesen. Da ist gar nichts geschehen. Jetzt haben sie die Fahrbahn verengt, damit die Fußgänger zumindest umgehen können und nicht so unsicher sein, wenn die Autos so schnell vorbeifahren. Aber wir haben Erfahrung gebracht, es braucht jetzt noch 2 Monate, bis diese Ampel wieder behoben ist. Das heißt, 3 Monate für einen Leitungsschaden, findet man eigentlich, könnte schneller gehen. Egal, also ihr wisst es jetzt, das war ein April-Scherz, was wir gemacht haben. Werden aber zukünftig weiterhin mit viel Ernst an unsere Sache herangehen, weil das war jetzt einmalig und zukünftig, alles, was zukünftig wieder gesagt wird von uns, hat Hand und Fuß. In diesem Sinne, macht es gut. Servus Innsbruck, Servus Tirol.